Was geht ab, ihr Verbrecher? Willkommen zu einem neuen DayZ-Video, zum neuen Projekt, was parallel zu den normalen Videos läuft. Und zwar geht es hier rein um Survival, ein Leben, ein Server. Viel Spaß damit. Ich starte das erste Leben komplett solo. Wir haben schon mehrere Folgen aufgenommen, wo wir auch zusammen unterwegs waren. Viel Spaß damit. Das wird die erste und letzte Begrüßung sein, bis das Leben immer zu Ende ist. Mit anderen Worten, wenn ich euch begrüße, heißt, es ist ein neues Leben angefangen worden. Das heißt, in der Folge davor sind wir gestorben. Ne? Damit ihr Bescheid wisst, es läuft wie eine Serie einfach so weiter. Viel Spaß damit. Es wird wenig editiert. Ich hoffe, euch gefällt. Los geht's. Es geht hier um reines Survival. Wer hier richtig viel PvP erwartet, wird hier leider wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, wir fangen ja gerade erst an. Aber ich gehe mal davon aus, dass man hier enttäuscht wird. Mir geht es hier darum... Ich weiß nicht, was das ist, aber wir nehmen es. Mir geht es hier darum, Survival zu zeigen. Ich liebe ja sowas. Oh, Maske direkt gefunden. Ja, Alter, Jackpot! Jackpot, Freunde, wir haben Jackpot. So... ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, man kann hier craften. Perfekt. Zack. Okay. Haben wir. Winter Livonia ist geil. Ich weiß nicht, gegen was das ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe direkt Rucksack gefunden. Genau, Rucksack muss man hier, glaube ich, absetzen. Ja, perfekt. Ach, guck mal, Uhren kann ich auch tragen. Okay. Kann ich die durchsuchen? Ne, kann ich nicht. Okay, okay, okay. Da ist schon der erste Zombie. Ich weiß allerdings nicht, ob man sich so mit denen prügeln kann. Habe ich einen Leuchtstick? Ne, habe ich nicht. Aber ich nehme den mal mit. Ich weiß nicht, wie die Nacht hier ist. Oh, jawohl, Schraubenzieher haben wir. Perfekt. Können gleich Feuer machen direkt. Wärmen uns einmal auf. Oh, oh, der Bruder hat mich gesehen. Oh, fuck. Der Bruder hat mich auch gesehen. Ich glaube, das war's. Oh, die brechen ein. Okay, okay. Okay, einen haben wir, einen haben wir. Oh, kriegst du ja echt Panik. Fuck, 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 fuck. So, bleib. Wenn ich mich hier hinstelle, müssen die eigentlich von der Tür wegkommen. Ich höre es dir, das ist so gut, dass ich dieses scheiß Spiel studiert habe. Ich sag's euch. Versiegelt der Verpackung, ich weiß nicht, was das ist, Alter. Actiminol, keine Ahnung. Wir nehmen es mit, wir gucken mal. So, jetzt den nächsten. Kann man die durchschneiden? Nein, kann man nicht. Hoppa. Du kriegst einen und mach die Tür wieder zu. Weil, guck mal unten, wie viel ich da verbrauche. Alter, meine Ausdauer geht ja gar nicht hoch. What the fuck? Ah, jetzt erst. Krass, wenn ich... Alles klar. Alles klar. Hoppa. Hoppa und zu. Boah, wow, die Ausdauer regeneriert sich ja extrem langsam. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Jawohl. Der nächste. Nein. Oh, ich glaube, die hat von uns abgelassen. Dennoch werden wir jetzt nicht riskieren. Wir warten, bis unsere Ausdauer wieder voll ist. Nebenbei muss man natürlich auf Menschen aufpassen. Ich glaube, da sind die... Da sind die schlimmsten Gegner. Na komm! Eins gegen eins schaffe ich dich. Ah, wahrscheinlich in diesem Agro. Jawohl. Muss ich die durchsuchen eigentlich? Ah, ich muss die durchsuchen. Okay, die hatte jetzt nichts. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe mir schon gedacht, warum wird dein Inventar nicht angezeigt? Aber ja, wie der sie so ist, dachte ich, ich back rum.
Man braucht wahrscheinlich Handschuhe, damit man nicht krank wird. Habe ich bei ihr eigentlich geguckt? Ah, guck mal. Aber eingepackt. So, jetzt müssen wir uns schnell aufwärmen. Sehr, sehr intensiv das Ganze hier. Das ist ein Zombie? Feuerzeug, nice. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ich glaube, wir sind in Topolin. Ja, doch, wir sind in Topolin. Oh! Alter, ich krieg Hits. Holy moly, ich krieg Hits, wenn ich blocke. Ist aber nicht cool. Jogginghose. Meine Hose? Okay, ja, macht ja gar keinen Sinn. Aber wir können die aufschneiden. Oh Mann. Mein Teddy nehme ich auch mit. So. Alter, ist schon demoliert. Egal. Wir riskieren's. Okay. So, werfen das mal ab. Eine Stoffrotze und rein da. So. Jetzt noch. Also ich habe Prellungen ersten Grades, wenn ich das richtig sehe. Wäre cool, wenn man das irgendwie im Menü angezeigt wird, welche Medikamente was bewirken. Das habe ich immer bei CBware Project gehasst. Level 1 Fähigkeit überlegen ist auf 6 aufgestiegen. Ah, ich kann das freischalten. Vorteil aktivieren. Guck mal hier. Erholen im Mund. Alter, das ist auf Deutsch übersetzt. Wie geil ist denn das? Okay, ich kann sogar bei Nässe dann, also die Wahrscheinlichkeit bei Nässe Feuer zu entfachen, ist um 10% erhöht. Mega. Bei mir ist das tatsächlich, wenn ich auf O drücke, öffnet sich ja dieses Buch und der macht bei mir immer diese komische Animation. Seht ihr das? Oh Mann. So, aber was mich interessieren würde, ob hier irgendwo, ne, gibt's nicht. Schade. Vielleicht irgendwie in der Steuerung? Hier nicht kategorisiert. Winken. Erbrechen. Ach, guck mal, hier mit B kann man Rucksack ein- und ausziehen. Okay. Ja, ansonstiges. Ja, leider nicht. Schade. Das heißt, man muss immer wieder auf dem Discord halt drauf, um zu gucken, wo man ist, da dran ist. Obwohl, wir haben übrigens unseren Hitbuff. Wir können weiter, Leute. Improvisierter Gesichtszwecke, da brauchen wir nicht mehr. Haben wir hier? Oh, warte. Oh, schnell wieder zurück. Aber mit Prellungen kann ich auch langsamer laufen, merke ich gerade. Wenn das jetzt eben schnell aufdauen. Oh, kann man gar nicht. Ach, ist verdorben. Scheiße, Alter. Fuck off, ey. Habe jetzt erst gesehen, dass das verdorben ist. Okay, das geht also auch. Aber ich versuche den Zombies auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen. Oh, Metallbleche bauen wir. Ah. Guck mal, spricht ja alles schon dafür. Alter, was bist du Rambo oder was? Der Bruder hört ja Kilometer weit. Nur mal weg! Oh, Mantel. Ich trag Mantel, Kurwa.
Okay. 9 Plätze, ich habe 12 Plätze. Meine Bambi-Hose haben 12 Plätze. Ach guck mal, die Prellung geht aber nicht weg, ne? Armbanduhr, brauche ich die? Aber wofür brauche ich die? Keine Ahnung. Oh, jawohl. Um Salbe. Ah, okay, das ist, glaube ich, gegen Prellungen. Ich glaube, das ist gegen Prellungen. Muss man Klamotten ausziehen. Also wirklich riesen Respekt, wer auch immer das übersetzt hat. Wirklich riesen, riesen Respekt dafür. Okay. Was mir natürlich fehlt, ist das Essen aktuell. Aber wir kriegen es hin. Wir sollten mal Stoffwurzel noch mitnehmen. Aber krass, dass die so weit die Türen und so hören. Mega. So, ich will Richtung... Ja, ich muss ja Essen besorgen erstmal. Also das heißt... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bin ich in Topolin? Ich weiß es gar nicht. Im Winter sieht eh alles anders aus. Okay, Friends. Unsere Krankheit ist weg. Also die Prellung ist weg. Okay, die sehen einen. Aber ich glaube, ich bin... auch zu schnell geschlichen. Oh, diese Korsi finde ich war auch geil. Okay, nächste. Damit können wir jetzt unsere Jacke reparieren. Aber wir haben immer noch nichts zu essen und nichts zu trinken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Oh, was ist das denn? Ah, sind so... Okay, verstehe. Mal gucken, was das ist. Ach, das ist so ein Doppeltür-Schließfach. Okay, verstehe. Kann ich da einen Cordlock dran machen? Und wie groß ist das denn, Alter? Das ist riesig. Was wäre geil, wenn man so ein Codelock dran machen könnte. Da liegt auch noch irgendwas. Oh, Handschuhe. Nice. Wir nehmen aber die trotzdem mal mit. Essen ist ja natürlich mager, ne? Aber ist ja klar, ist ja auch Hardcore. Oder betitelt sich zumindest als Hardcore.
Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin in Grabin. Oh, Waffe. Und Stiefel. Nice. So. Tun das dann. Die Waffe will ich auf jeden Fall hier vorne haben. Ich weiß nicht, nämlich, wie das ist. Wenn man die Waffe jetzt zum Beispiel, wollte ich ja noch zu Ende sagen. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist, wenn man die Waffe im Rucksack hat. Ob man die dann ausrüsten kann. Epoxy? Oder was ist das? Keine Ahnung. Nochmal Handschuhe. Eine gute Maske. Aber ich habe eine gute Maske. Juhu, Essen! Aber das ist bei, ich weiß nicht, das ist bei minus so und so viel Grad. Ob, ja, ist halt so eine Sache. Wir können es ja mal ausprobieren. Und zwar, wir machen die Stoffwurzeln hier runter. Und den Schraubenzieher hier runter. Der Schraubenzieher ist ja ausgerüstet. So, kann ich rein, raus. Okay, das geht. Also ich kann auch Sachen in alles klar verstehen. Den sollte ich auch mitnehmen. Passt da irgendwie rein, muss ich schon. Weil daraus kann ich nämlich Messer herstellen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Hier unten ist ein Brunnen. Und da oben. Ja, ich bewaffne mich, glaube ich, eher. Oder ich versuch's zu. Was lag da? Da ist nur ein Zombie. Noch eine Box hier, nehmen wir mit. Ob man das aufwärmen kann? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss man sich selber aufwärmen. Während man wahrscheinlich Feuer macht. So. Jeans. Rad isoliert, schlecht isoliert. Ich glaube, ich verzichte mal. So, genau, ich verzichte mal auf die Sachen. Aber dafür bin ich wärmer angezogen. Oh, 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 oh. Jawohl, noch ein Messer. Ja, wenn man hier schießt, ist man wahrscheinlich tot. Oh, Desinfektionsmittel. Also jeder Zombie. Oh, jawohl. Ah, eine Kugel. Naja, besser als gar keine Kugel. Jetzt müssen wir mal eine Stoffwurzel wegschmeißen und nehmen das hier mit. So. Ich habe nämlich, ich befürchte nämlich, wenn ich die Chips esse, dass ich krank werde. Das sagt mir mein Verstand so, weißt du? Eine Hatchet. Okay. Ah, ist das ein Kampf hier? Scheiße. Hatchet brauchen wir aber. Aber wir können das hier nutzen, um das zu reparieren.
Oh, bitte sei nicht verdorben. Verdorben. Wie gesagt, ich esse lieber gar nichts, bevor ich das Verdorbene esse. Weil dann, ich gehe mal davon aus, man wird krank und verbraucht doppelt so viel Essen. Ob es hier Autos gibt? Da liegt noch eine Batterie für unsere Kopflampe. Wir können aber uns jetzt mal, zack. So, die Stoffhotzen schon mal desinfizieren. Okay, seht ihr, das ist schon bei 0 Grad. Aha, die Körpertemperatur gibt mir. Ich verstehe. War eine gute Entscheidung. Oh, es wird mega neblig. Scheiße, habe ich die Batterie da mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ah, Idiot. Auch noch eine Stichweste. Okay, wir fangen an zu frieren. Das heißt, wir können langsam gleich schon. Wahrscheinlich ist hier die beliebteste Waffe eine Armbrust. Würde ich auch gerne mal mitnehmen. Man echt überall schleichen, ey. Voll ungewohnt. Okay, weg hier. In Richtung des Brunnen. Immer noch nicht scheiße. Wäre noch hier Platz? Falsch. Das hier. Klar haben wir Platz. Im Teddy haben wir auch Platz. Alles klar, weiter geht's. Oh, bitte. Au, verdorben. Bomberjacke. Ah, 12 Platz. Tatsächlich mehr, ne? Der Wollmantel ist aber gut isoliert. 4 Kilo. Ah, ich bleib bei Wollmantel. So, jetzt müssen wir uns mal aufwärmen.
Was ist denn das hier? Warum sind die hier überall verteilt? Hat bestimmt einen Grund. Oh, Reis. Da. Oh, wir haben Reis, Reis, Reis. Na, 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 na. Wie man sich über Reis freuen kann, ey. So. Man sich überhaupt über Reis freuen kann. So. Wir haben ja Papierchen noch irgendwo. Ja, genau. Ich schmeiß sowas nicht weg. So, dann legen wir das mal ab. Wo ist mein Feuerzeug? Da. Sind das schon mal an. Heimlichkeit ist aufgeschrieben. Nice, 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 nice. Und der ganzen Sache hier ein bisschen näher. So. Heimlichkeit. Heimlichkeit ist hier. Was ist das? Leise Schritte. Wie eine Katze verlangst du dein Gewicht vorsichtig, Schritt für Schritt. Von der Ferse bis zu den... Oh, 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 oh. Da, 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 da. Nein, ich Idiot! Kurwa, das hast du hier von Katze. Guck mal, zu früh gefreut. Ich hab Papier angezählt. Vollpfosten. Kann man denn so dumm sein manchmal? Nein. Sagt mir mal, wie kann man so dumm sein? Aber guck mal, Papier hat mich aufgewärmt tatsächlich. Sie haben es nicht gefragt, versuchen Sie es nochmal. Blöd. Jawohl. Überleben auf 7 gestiegen. Naja, jetzt kann ich mich wieder freuen. 7 gibt es nicht, also nächstes 8. Oh, Hühnchen! Minus 5. Krass, dass man das Essen auch aufwärmen muss, ne? Ist schon heftig. Ich gehe mal davon aus, dass wir das und das hier ausziehen müssen. Unser erstes Essen. Da 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 da. So. Dann nehme ich jetzt schon mal hier ein bisschen Reparation machen. Mach mal die Maske. Freunde, wir müssen dieses Hühnchen holen. Ich komme, Darling. Okay, wir wollen ja nicht übertreiben.
Mal Ausdauer regenerieren. Oh, da drinnen liegt irgendein Medikament, Freunde. Was? Was? Oh, mein Messer ist auch noch in. Also, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Boah, der Schufa-Schleiß ist ja echt enorm hier. Oh, 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 wer hat denn hier neue Hose? Ah ja, wenigstens etwas hier. Das heißt, wir müssen irgendwie an den See und ja, uns einen Angelhaken suchen. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Ja, kann ich das nicht mitnehmen? So, doch, geht. Gürtel brauche ich nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Ich nehme den mal mit. Vielleicht finde ich hier eine Kantine und... Also so eine Feldflasche. Oh, die brauche ich. Aber es ist schade wegen dem Hühnchen tatsächlich, ne? Okay, ist halt so. Ich glaube, hier hinter müsste doch noch ein Krankenhaus sein. Natürlich hat er mich gesehen. Oh, oh. Oh, Glück gehabt. Puh. Dann kann ich nicht daraus Messer machen? Messerseil? Ja, eigentlich perfekt. Boah, ich habe so Glück gehabt, dass ich die Axt gefunden habe. Aber ich habe ja noch eine kleine Axt. Und da ist der Brunnen. Und ich vermute mal ganz stark, ich hoffe, ich irre mich, dass man aus dem Brunnen nicht trinken kann. Ja. Die Maske stört beim Essen, okay. Ja, und ich werde gleich wahrscheinlich erkältet. Freunde, diese Ruhe. Die ist einfach unglaublich. Ich würde jetzt sogar die Steps hören. Oder wenn einer um die Ecke furzt. Alter, wenn jetzt jemand schießt, ich bin so... ich zuck so zusammen. Dann wäre leider unser Abenteuer auch vorbei hier.
Ich werde sowas von krank. Ich glaube, das reicht. Sonst werden wir wirklich krank. Eine Flasche wäre mal nice. Hab bald bis jetzt noch nichts gefunden. Also keine Flasche. Und keine vernünftige Waffe. Ich glaube, das soll auch so sein. Gut ist, wir können jetzt... Oh, Athletik auf 1 geschehen. Athletik auf 1. Schneller atmen. Sie können für jede offene Fertigung... Ah, okay. Okay, okay. Länger, schneller? Das erhöht sich schon. Ja, wir nehmen das hier, ne? Dass wir auch beim Joggen, also dass wir quasi nicht stehen bleiben müssen. Wenn ich das richtig verstehe. Bis jetzt muss ich ja immer stehen bleiben. Oh, jawohl, Mac. Bis jetzt muss ich ja immer stehen bleiben, um meine Ausdauer zu generieren. Warte mal, der ist demoliert. Und der ist auch demoliert. Okay. Aber wenigstens haben wir jetzt schon eine MK2. Oh, ich will gar nicht wissen. Was hier für equippte Leute manchmal rumlaufen, Alter. Du hast ja gar keine Chance dann, ne? Gegen Equippte. Würde ich jetzt behaupten. Es sei denn, du überraschst den. Oh, was ist das? Moment. Oh, Medizinjacke mit so einer Medizintasche dran. Okay, nice. Okay, okay, okay. Eine Spritze, brauchen wir die? Alter. Heimlichkeit 2 auf 2 aufgestiegen, okay. Boah, ich habe keine Ahnung, Alter. Ah, die muss man desinfizieren. Okay, was noch? Martha Föhr, keine Ahnung, was das ist, aber wir füllen es mal auf. Ich weiß es nicht, was das ist. Egal, schadet nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Ja. Nicht das hier, ich will das hier rein tun. So. Alles klar, das nicht mehr da rein. Aber wir brauchen eine größere Tasche. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz ehrlich. Achso, wir haben ja Heimlichkeit noch freigeschaltet. Kaltblütig. Sie haben gelernt, ihre Atmung und ihre Sinne so zu kontrollieren, dass sie weniger Geräusche machen, damit niemand sie hören kann. Die Geräusche in ihrem Mund, gerade in verschiedenen Situationen machen, sind um leiser geworden. Alles klar. Also ich bin jetzt mit anderen Worten Elite geworden. Kurwa, warum hört mich jeder? Ich dachte, ich bin Ninja. Natürlich hat er mich gehört. Ich bin bereit für dich, Bro.
Bro, ich bin bereit für dich. Was auch geil wäre, ein Schleifstand wäre nice. Okay, der Bruder hat hier gar nichts. Meiner Vermutung nach liegen hier die ganzen Hemden. Keine Ahnung, was das ist. Oh man, wahrscheinlich auch, ne? Da muss ich das Seil hier wegschmeißen. Meiner Vermutung nach liegen die ganzen Hemden hier, damit man quasi so ab und an mal... Ich glaube, ich nehme das hier mit, ne? Weil ich kann da noch eine Medizintasche dran machen. Ja, das werde ich mitmachen. Ja. Also, nochmal. Meiner Vermutung nach liegen hier überall die Taschen rum, damit man quasi da drinnen... Nicht Taschen, blöd, jopte mal, diese Hemden. Damit man da drinnen dann Medikamente finden kann. Vermute ich mal. Vielleicht hat der Admin das extra so gemacht. Also, ich muss sagen, Leute, es ist ein sehr, sehr intensives Erlebnis hier gerade. Und ich hätte wirklich Panik. Okay. Oh nein, ich habe Prellungen. Ich habe keine Panik, ich habe Prellungen gekriegt. Komm schon, regeneriere dich. Aber. Nein! Oh. Ich habe zweimal Prellung gekriegt. Kurwa, ich kann bestimmt jetzt nicht mehr pinkeln nochmal. Paracetamol. Ich werde auf jeden Fall in den Discord reingucken müssen, was ist. Also welches Medikament was bewirkt. Aber jetzt erstmal machen wir schön Creme drauf. Was ist das? Ich finde es halt schade, ne, dass das nicht so irgendwo... Ja, vielleicht steht das auch hier. Vielleicht, ne, erzähle ich Scheiße und das steht irgendwo dran. Ich weiß es einfach nur nicht. Aber im Moment sehe ich es halt nicht. So. Muss ich das? Ich glaube, das war das, ne? Nein, 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 nein! Oh. Das war das nicht. Das war der Injektor. Fuck. Ich hätte mir jetzt irgendwas gespritzt. Da ist das. Oh, Junge, das wäre knapp gewesen. Weil ich weiß nicht, was ich mir da gespritzt hätte. Okay, haben wir. Und wir haben keine Creme mehr. Das heißt, wir müssen noch extremer aufpassen. Unser Essen wird auch immer knapper. Wir müssen uns wieder aufwärmen. Boah, das ist echt knackig hier, ey. Es ist halt, weil ich meinen Wollmantel ausgezogen habe, aber ich musste ihn ausziehen, es ging halt nicht anders. Weil ich brauche so viele Medikamente und wenn ich da Medizintasche dran machen kann, dann spare ich mir so viel Platz. Na, ah, hier ist sogar eine Winterpark. Guck mal, mit 16 Platz. Ich glaube, ich weiß. Egal. Müssen jetzt durch. Der Plan ist eigentlich gut. Eigentlich. Oh, Glück gehabt. Ich hab so mega Glück, dass ich diese Axt gefunden habe, ey. Ah, Winterlivonia ist schon Struggle, Leute. Das ist schon Struggle. Oh, fuck, Britney ist links von mir. Extrem aufpassen.
Keine Ahnung, was das ist. Aber langsam müssen wir Feuerchen machen. So, können wir das hier schon mal wegschmeißen. Sag nicht, der Bruder hat mich jetzt gesehen. Ich glaube, der Bruder hat mich gesehen. Oder diesmal nur nicht verkacken. Erst Holz rein und dann anzünden. Okay, na, lange Stöckchen nehmen wir mit. Ich glaube, einer reicht uns erstmal. Würde ich behaupten. So, dann machen wir unser auch hier dran. Und? Ist an? Jawohl, er ist an. Boah, wir haben so viele Medis mit. Axtraboxtin, keine Ahnung wofür das ist. Paracetamol gibt's auch. Das ist gegen Schmerzen, Paracetamol ist gegen Schmerzen. Mittlerweile wissen wir es. Ich sag ja, das wäre cool, wenn das hier irgendwie drin stehen würde, aber... Mein Fleisch ist weg! Kurwa, das ist Betrug! Ey, das ist doch Betrug. Ich heule gleich. Mein Fleisch. Scheiße, Mann. Egal, weiter geht's. Na komm, Zombie. Das ist bepinkelt. So. Sie sieht mich nicht. Glück gehabt. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Okay, das war scheiße gedacht. Nein! Okay, nochmal Prellung. Zweimal Prellung. Mega uncool. Ich weiß, ich habe auch nichts mehr, ne? Scheiße. Ich hab nichts gegen Prellungen. Vielleicht Paracetamol? Frage ist, was passiert, wenn man die falschen... Paracetamol ist doch gegen Schmerzen. Probieren wir mal.
Okay, ich hab mich vergiftet. Ich muss echt mal gucken, was für was ist. Da hinten ist ein Medizelt. Vielleicht finden wir da Medizelt, ein Militärzelt. Vielleicht finden wir da was zum Schießen. Wir haben bis jetzt Glück und hatten keinen Feindkontakt. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, wir haben eine Sporter hier schon mal. Das ist doch schon mal was. Und hier haben wir was? Agmethenol. Keine Ahnung, ob ich das schon mal habe, aber wir nehmen es mit. Ich guck mal, ob ich das habe. Habe ich tatsächlich. Ah, ich glaube, war das nicht hier... Naja, weiß ich nicht. Sonst vergifte ich mich wieder. So. Nehmen wir für die Nacht. Ich glaube, wenn man Dietrich hat, können die Viecher einem, können die nicht aufbrechen, ne? So, hoffe ich zumindest. Ja, so viel zur Waffe hier, am Military. Das ist natürlich alles Kacke, ne? Dass wir keine Waffe bis jetzt haben. Oh, wir haben eine Sporter. Mit einem Schuss. Kurwa, warum mit einem Schuss? Okay, wo ist der Typ? Solange er umläuft, da... Oh, Flasche! No way! Flasche gefunden! Oh, drei Prellungen! Das war's. Scheiße. Drei Prellungen. Naja, wisst ihr, was besser als drei ist? Zwei. Schlimmer wäre es, wenn ich vier hätte. Fuck, Alter. Sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht absolut nicht gut aus. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich schieße, bin ich hier am Arsch. Okay. Natürlich sieht mich der Bruder. Das ist... Kurwa Ninja Polizist oder was?
Ich glaube, hier vorne gibt es noch ein paar Boote. Ich hoffe, da finden wir eine Angel. Hier hinter irgendwo war das. Boah, Winterlivonia sieht schon sehr, sehr geil aus. Muss man schon sagen. War hier nicht irgendwo ein Gartenschiffchen oder sowas? Oder vertue ich mich? Ich vertue mich safe. Ach, da hinten ist das. Ja, muss man auf die andere Seite schwimmen. Nee, also. So, wie kriegen wir diese Prellungen weg? Das ist die Frage. Wie lange werden wir noch das überleben? Oh, ein Messer. Ein besseres Messer als das, was wir haben. Okay, hier ist auch noch mal Marmelade verdorben. Nein. Marmelade. Wir haben Marmelade. Guck mal, wie man sich über Marmelade freuen kann. So. Nein, das passt doch gar nicht. Muss dahin. Und das muss dann weg. Und das muss dahin. Da dahin, da dahin. Und das machen wir so. Erstmal in der Hand mit bei. So. Marmelade. Oh, ich höre Hirsch, aber bringt mir ja nichts, wenn ich da gar kein Fleisch rauskriege. Ne? Oh, die Weitsicht ist insane hier. Athletik freigeschaltet, okay, nice. Ah, da. Strecke. Ach, das da ist die Straße. Ich suche die ganze Zeit die Straße, die ist direkt vor meiner Nase. Wir haben Athletics. Ah, wir sind auf Level 2 bei Athletics. Okay. Stärke geht auch hoch. Ja, das, keine Ahnung, wie man das macht. Wahrscheinlich, wenn man Medikamente nimmt. Ja, ich muss das hier wegschmeißen und das hier. Ich will auf jeden Fall das auch. Ah, es geht nicht. Ich muss auf jeden Fall hier meine. Oh oh. Fuck, vierfach. Boom. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck.